So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, letztes Mal haben wir Flughörnchen gelernt. Das hat man schon mal gespielt, das Level, das scheint ein Re-Upload zu sein. Devori würde ich eher wieder zum Schluss machen, das sind immer ganz schöne Schlusslevel. Die Pyramide der Geduld, 0,27%, das wird nix. Patience is key, ich bin nicht geduldig, also das wird schon allein aus dem Grund auch nix. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Okay. Also in die Pyramide. Okay. In die Pyramide. Okay, also ich muss springen, wenn die auseinandergehen. Soweit in Ordnung. Ja, da war ich zu ungeduldig, ne? Patience is key. Wait, aber die Shell kann ich doch trotzdem loswerden. Die stört ja nicht weiter. Die kann ja weg. Oh, ich brauche die... Oder? Nein! Zu ungeduldig. Aber wir werden sehen, ob ich die Shells brauche. Vielleicht lasse ich sie mal lieber am Leben. Ja, wobei, ich muss ja eh den Raum... Ich verlasse den Raum ja eh. Nee, ich kann die wegkicken. Die stören mich nur. Die können weg. Ich komme aber nochmal rein in den Raum. Da gibt es noch so Rückwege. Da gibt es noch Rückwege. Und dann brauchen wir die Shell. Wahrscheinlich wird hier irgendwie ein P-Switch irgendwann gedrückt. Ah, die Zeit ist aber ausreichend, also... Man muss sich da gar nicht mal so sehr hetzen. Okay, what now? Will ich den hier drücken? Nein. Ah, goddammit! Vielleicht will ich ihn auch nicht drücken und es ist falsch, ihn zu drücken. Kann auch sein. Okay. Nein! Keine Ahnung, ob nein oder ja. Ich sehe jetzt aber nicht, warum ich ihn nicht hätte drücken wollen. Okay, jetzt habe ich den auch gedrückt. Ist das einfach nur so der Easy-Weg oder was? Ich habe keine Ahnung. Okay, Dinge sind passiert. Weg mit dir. Weg mit dir. Aber das muss ja irgendwann, muss ich nochmal das alles irgendwie zurücklaufen und dann ist der On-Off anders oder sowas. Wenn ich mir das so angucke. Checkpoint. Okay, hier ist der On-Off. Ja, und jetzt ist alles anders. Jetzt wird alles furchtbar. Jetzt wird alles furchtbar.
Das müsste jetzt noch der Schlüssel sein, der diese Maske holt. Ah, verdammt. Der Sprung ist nicht das Problem. Der Drybone ist das Problem. Ah, den ersten Sprung kann ich direkt mitnehmen. Und, ah, Mann! Ja. Den ersten kann ich, wie gesagt, direkt mitnehmen. Das funktioniert ganz gut. Sagte er und verhaut ihn. Aber ich habe gar keine Schlüsseltür gesehen. Wo will ich denn hin? Ach so. Oh nein. Mit dem P-Switch muss ich. Oh Gott. Mit dem P-Switch muss ich dann an dem ersten Raum. Da muss ich dann irgendwo runter nach unten oder sowas. Oh Gott. Glaube nicht, dass wir das hier spielen sollten. Sag mal noch 5 Tote, dann beende ich das Level. Ich brauche so einen Counter, sonst komme ich hier nicht raus. Nein. Nice, wollte ich sagen. Ah. Das war ärgerlich. Aber wenn ich so weit komme, dann zählt das nicht als tot. Nur wenn ich hier am Anfang gleich sterbe, ist das war dumm. Nur wenn ich hier am Anfang gleich sterbe. So wie zum Beispiel jetzt. So wie zum Beispiel jetzt. Noch 3. Noch 2. Würde gern mehr vom Level sehen, aber ich fürchte, das wird nichts. Noch 1. Ja, nee. I'm sorry. I'm sorry. Kriegen wir nicht hin. Keine Chance. Okay. Underground Movement von Frank. Viva la Resistance. Da sind die Widerstandskämpfer. Die Moles, oh nein, oh nein. Können wir nicht. Mach dich weg. Ich werde ja eh auf jeden Fall, weiß ich jetzt schon, wieder vor dem Checkpoint sterben. Wo auch immer er dann sein wird, aber ich werde direkt vor dem Checkpoint sterben.
Mist. Okay, ich kann da direkt durch. Mist. Ah, zu langsam. Außer langsam tut mir schon wieder das Headset am Kopf weh. Vielleicht sollte ich eine Pause nach der Aufnahme hier machen. Und raus da! Da ist mein Checkpoint! Ich bin nicht... Na gut, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich bin fast vom Checkpoint gestorben vorher, wenn man so will. Okay, aber da war mein Checkpoint. So, soweit okay. Was jetzt? Okay, ich muss da drüber und dann einfach zurück. Ja, das ist ja nicht das Problem. Soweit in Ordnung. Da, der geht weg. Okay, der geht auch weg. Der kommt jetzt ein großer raus. Wait. Ach so. So einer bist du. Okay, tschüss. Und der nächste Checkpoint ist hier. Okay, cool. Ah, das gefällt mir nicht. Okay. Oh je. Da muss ich schnell sein. Okay. Du nicht. Tschüss. Was jetzt? Das ist das Ziel. Da ist das Ziel. Wir werden hier nicht sterben. Wir werden hier nicht sterben. Yes! Okay, bis auf den ersten Teil war das Level super einfach. Sehr schön. Es war eigentlich nur dieser eine Sprung, wenn man so will. Das ging schneller, als ich dachte. Dafür, dass es ein Frank-Level war. Puh. Und Rabaros lässt uns wieder ein Level spielen. Release the Kraken. Can you release the Kraken and survive? Ich hoffe ja. Ich glaube es aber nicht. Ich will eine Kugel, will die Maske tragen. Okay. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Ich muss in die Röhre, okay. Ach! Oha! Wie so ein U-Boot quasi. Oh je. Oh je, nein. Nein, da bin ich raus. Ah ja, stimmt, ich darf ja nicht damit gegen den Dings dotzen. Ihh, das ist ja richtig ekelhaft. Also definitiv eine coole Idee. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas reißen werden. Oh, wow. Mist! Wie habe ich den jetzt verlieren können?
Yo! Ja, nee, das wird mir zu sick. Das will ich nicht. Oh nein! Oh, oh Gott. Kein Rekord bisher, aber es ist ein I wanna be fair. Uff. Wir gucken mal vorsichtig rein. Wenn es so ist, wie das Wasser schon mal gebaut hat und jetzt einfach nur in fair, dann gerne. Ja. Das ist das Wasser schon mal gebaut hat, nur anders. Wie ging das? Dann konnte ich hier hoch und dann habe ich hier, was habe ich da bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Genau, das war das, wo man hier runter konnte. Jetzt kann man da nicht mehr runter. Ih, was ist das denn hier? Ah, ach ja, stimmt, da hat er einen P-Switch gedrückt. Und hier muss ich mit dem Schuh dann wieder hinkommen. Und jetzt ist drüben ist irgendwas frei. Ne, nicht das da, das da oben. Das da ist frei. Und hier konnte ich jetzt, genau, hier geht's jetzt hier hoch. Das war auch deutlich schwerer vorher. Deutlich schwerer, holy shit. Das ist jetzt ja gar nichts mehr. Und jetzt hole ich mir da drüben die Blume. In... Ah ne, andersrum. In dem Raum. Genau, da hole ich mir jetzt die Blume. Okay, das ist keine Blume. Hatte ich mir hier nicht mal die Blume geholt? Ja gut, dann ist die Reihenfolge jetzt anders. Jetzt kann ich hier kaputt machen. Nützt mir das was? Nö. Ich kann die Wolken hier jetzt kaputt machen. Ne, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann die Wolken kaputt machen. Hä, jetzt komme ich ja trotzdem an die Blume ran. Das war jetzt einfach nur eine andere Reihe. Ah, ich muss den P-Switch nochmal drücken. Da war was. Okay, ich muss den P-Switch nochmal drücken. Dann hier nochmal durch. Wait, was ist da drüben? Da ist auch irgendwas. So, und jetzt kann ich da unten durch bei dem Eis. Und da war dann das Problem, dass im Original dahinter ein Sprung war vor dem Checkpoint, der absolut böse war und brutal. Und der ist nicht mehr da. Also der Sprung ist doch da, aber man kriegt einen Schuh vorher. Und damit ist das kein Thema mehr. Uff. Halt, die nehmen wir mit. Brauche ich denn jetzt einen Schlüssel? Ich habe noch keine Schlüsseltür gesehen, ne? Doch, habe ich. Dafür muss ich nochmal den P-Switch drücken. Nee, passt schon. Ich muss den P-Switch nochmal drücken. Ist jetzt die Frage, muss ich hier mit der Blume nochmal durch? Ja, ist egal, ob ich muss. Ich hab's geschafft. Jetzt gehen wir hier oben wieder rein. Und hier war die P-Switch-Tür. Genau. Die Schlüsseltür.
Aber bevor wir da durchgehen, hole ich mir nochmal den Schuh. So, wo kommen wir jetzt raus? Ah, ich wollte gerade sagen, was fehlt mir hier? Ah. Okay, jetzt kann ich die Mansche wegmachen. Die da drüben waren. Da. Und komm da oben rein. Okay, hier darf ich nicht mit dem Schuh durch. Und verliere den Helm. Und bekomme ein Link-Outfit. Mit dem kann ich den Schlüssel abschießen. Und hier kommt eine Ranke raus. Okay. Dann schieße ich hier den P-Switch ab. Aber da drüben ist... Ah, Bombe, 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 Bombe. Ach ja, jetzt weiß ich, wo die anderen Blöcke... What? Oh, das reicht nicht. Das so vielleicht? Nice. Ist das ein Bonus jetzt? Kann ich die doch gar nicht einsammeln. Wie soll ich da hochkommen? Ja, an den komme ich doch gar nicht ran. Okay. Oh, das war nicht, was ich wollte. Ups. Hoppla. Ich muss. Ich muss mit Schuh und Link an die Stelle irgendwie kommen. Nee, ich brauche den P-Switch nochmal, war schon richtig. Und hier brauche ich auch nochmal den Link, die Bomben. Mist. Aber die Blume brauche ich nicht, passt schon. So, aber den Schuh hole ich mir noch. Ne, den Schuh brauche ich mir auch nicht holen, weil den verliere ich eh dann da an der Stelle dann wieder. So, hier ist eigentlich nur für das da. So. Ne, der Schuh nützt mir jetzt gar nichts. Aber ich habe nur diesen einen... Also ich kann auch nicht anders zurück. Ich komme hier nicht mit dem Schuh hin. Ich komme hier auf keinen Fall mit dem Schuh hin.
soll ich mir jemals den Stern holen können? Egal, gehen wir erstmal hier durch. So, jetzt muss ich hier rein. Jetzt geht's hier weiter. Oh. Da war nur die berühmte Coin. Was ist eigentlich hier drüben? Da war ich noch gar nicht. Ah, jetzt kann ich hier durch. Nee, kann ich nicht. Nee, die bewegt sich nicht. Da ist aber eine Tür. What? Hä, was? Was will er denn hier von mir? Wie soll ich den denn da drüben auslösen? Hier will ich mit dem Schuh hin. Oh, nee, hier will ich erstmal rein. Was ist hier? Jetzt kriege ich dieses Ding. Dann ist aber mein Link weg. Ja gut, dann ist halt mein Link weg. Ah, ich muss den treffen. Jetzt brauche ich den Schlüssel noch. Jo, wie muss ich mich denn hinstellen, dass ich den Schlüssel genau treffe? So nicht. Oh, das war gar nicht so... Oh, das hätte es sein können, wenn die Dinger da unten nicht gewesen wären. Ah, nee. Nice. So, jetzt habe ich den Schlüssel. Ich habe zwei Schlüssel. Und den Ball. Mit dem Ball komme ich jetzt auch da oben an die Bombe ran. I guess. Yo. Jetzt drückt er mir den. Keine Ahnung, was ich hier will. Jetzt kann ich hier rein. Okay, hier muss ich aushalten, bis er den drückt. Und dann kriege ich nochmal einen Schuh. Mit Flügeln. Scheiße. Scheiße. Okay, jetzt habe ich den Schuh mit Flügeln. Was war hier drüben nochmal? Ah, da brauche ich wahrscheinlich den Schuh mit Flügeln. Hopp! Ja. Okay, das ist neu.
hat mit dem alten Metroid von ihm jetzt nicht. Oh, ich kenn mich überhaupt nicht. Jetzt kann ich die Wolken wegmachen. Das reicht aber nicht. Ich brauche... Brauche ich jetzt nochmal einen Schuh? Mein Gott. Ich brauche nochmal einen Schuh, ne? Die Zeit ist halt auch jetzt nicht so... Wait, ich kann den gar nicht... Ah. Ich dachte schon. Nehmen wir halt noch einen Stachelhelm mit. Warum nicht? Schaden kann's nicht. Hoffe ich. Ja. Vielleicht nehmen wir auch noch eine Feuerblume. Nee, Quatsch. Feuerblume ist Quatsch. So. Jetzt komme ich also hier hoch. Den schießt der hier und ich kann auf dem Ding stehen. Oh boy. Aber gerade so. What? Ach so. Jetzt habe ich hier Munition. Nicht noch. Hä, was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe den Switch umgestellt. Ja, jetzt komme ich hier unten rein. Ich gehe hier durch, keine Ahnung. Ach, das ist nur für die Coins. Das ist jetzt aber gerade, wenn es um die Zeit geht, nicht so günstig, ne? Dann ist das die andere Coin. Okay, dann hätte ich die Coins gehabt. Puh. Das ist auf Ende ganz schön hektisch geworden, dafür, dass es nur einen Checkpoint gab. Aber ich habe den Stern... Moment, nein! Oh nein, jetzt habe ich den Stern-Dings verpasst. Kacke. Also mit dem Stern hätte ich wahrscheinlich da durch diese Dinger durchgekonnt. Aber wie komme ich an den Stern ran mit Link? Ich müsste den Schuh dahin... Ich bin so doof. Ich bin so doof. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Den Schuh ja fallen lassen. Wenn ich nicht im Schuh drin bin, müsste der ja durch die Säge einfach durchfallen. Ja, ist egal. Das Gute ist, es ist halt wirklich egal. Okay. Jetzt die Blume holen. Dafür erst den großen Pilz holen. Der ist einfach drüber gesprungen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der fällt runter und... Oh. Ich habe gedacht, der fällt runter und wollte halt dann schon springen ansetzen. Aber der ist einfach drüber gehupft. Okay.
Okay. Ist in Ordnung. Wehe, das ist mit dem Stern nichts Besonderes. Dann, dann habe ich ganz viel Zeit jetzt wieder verschwendet hier. Ich erwarte einen riesigen Bonus. Sonst gibt's Haue. Und da hüpft er einfach über die Lücke drüber. So einer ist das. Frech. Nein! Ich bin ja dumm, ich will doch gar nicht da rein sogar. Das war kompletter Quatsch. Ich will ja den Pilz da haben. Ich hätte hier direkt reingehen können. Oh, meine Güte. Ich werde einfach den Pilz haben. Ich hätte ja gar nicht da außen rum. Ich hab... Das waren schon mehrere Fehler auf einmal. Die nicht gut sind. So, gib mir das jetzt. Jetzt muss ich nochmal drücken. Ah, so war das. Okay. So. Ich brauche den Schlüssel ja nicht. Ach doch, klar brauche ich den Schlüssel. Lost. Lost. Jetzt muss ich den P-Switch nochmal drücken. Die Blume könnte ich theoretisch verlieren, das wäre nicht mal schlimm. Hab's nicht vor. Okay. Aber es wäre kein Drama gewesen. Dann holen wir uns jetzt wieder den Schuh. So viel dazu. Würdest du bitte da hochspringen? Wow. Ich meine, es ist egal. Es ist alles noch machbar, aber wow. So. Jetzt kommt der Trick 17. Watch me go. Na komm, hier was uns mit. Kann nicht schaden, mehr Hits zu haben. Aber es müsste funktionieren. So, ich lasse den Schuh hier durchfallen. Ja, Mensch, und ich habe Schuh und Link. Hey! Oh shit. Ich kann mit dem Schuh nicht klettern. Transportieren. Mist. Also ich darf Link auf keinen Fall verlieren. So, so viel weiß ich jetzt schon. Ja, das war nicht so gut. Aber wie soll ich da oben rankommen? M-
meine, ich kann die auch einzeln killen. So ist es ja nicht. Und mich dann so runterstompen. Aber das ist doch auch Quatsch. Ich krieg den Schuh hier nicht. Scheiße. Da dachte ich, ich hätte eine Idee, ne? Aber andersrum komme ich da nicht hin. Hä? Aber so... Na, das ist halt nicht, was ich... Das ist ja das. Das ist das, was ich mit dem Stern eigentlich machen wollte. Und mich jetzt hier so einzeln. Ja, weil das war's jetzt. Hä, ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Es gibt kein Springboard. Ich habe keine andere Möglichkeit dahin zu. Ich habe keine Ahnung. I'm sorry, der Stern muss ein Mysterium bleiben. Holt ihn euch selber. Vielleicht schafft ihr es, dahin zu kommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.